Vorhin, da haben wir die Landluft geschnuppert, und zwar in Weeze. Da waren wir bei der großen Kartoffelernte, ganz links auf der Landkarte in Nordrhein-Westfalen in Weeze. Und Shadi Hamadi ist vor Ort, und zwar bei der modernsten Kartoffelsortieranlage der Welt. Seit Anfang der Woche ist sie in Betrieb. Die Frage ist, ja, ganz genau. Shadi, läuft es denn schon? Ja. Ja, es läuft schon. Es ist ein bisschen lauter hier, aber wir wollten Ihnen das nicht vorenthalten. Das ist das Modernste, was es auf der Welt am Kartoffelsortiermaschinenhimmel zurzeit gibt, ist eben diese Kartoffelsortiermaschine. Man sieht hier dieses Röntgenbild. Das heißt, die Kartoffeln werden hier komplett durchleuchtet. Die laufen hier über so ein Band. Das ist die Kartoffel La Vie. Und die kann dann unterscheiden, ist es denn vielleicht jetzt mal so ein bisschen mit einer Macke behaftet, so ein Kartoffelchen? Und das ist wirklich das Neueste, was es eben jetzt aktuell auf diesem Markt gibt. Das kommt aus Italien. Und die Maschine ist jetzt gerade erst in Angriff genommen worden. Diese Woche, seit dieser Woche läuft diese Maschine. Das ist also wirklich schon faszinierend. Das wollten wir Ihnen einfach mal zeigen. Gerade für Hobbyköchinnen und Hobbyköche interessant. Das heißt also, jede Kartoffel ist dann am Ende des Tages wirklich einmal durchkontrolliert. Und diese Kartoffel, die haben wir vorhin frisch vom Feld geholt. Das ist die sogenannte Innovator. Das ist eine Industriekartoffel. Und diese Kartoffel ist eigentlich für Pommes frites gedacht. Aber das ist jetzt erstmal eine andere Geschichte, denn das Kartoffelroden an sich ist ein landwirtschaftlich total spektakuläres Erlebnis. Es riecht auf jeden Fall alles nach Erde. Man hat so ein bisschen das Gefühl von Freiheit. Man ist draußen auf dem Acker unterwegs. Und an meiner Seite, da ist jetzt der Niklas Krebers. Wenn Sie jetzt gleich hinter dem Container durch sind, dann haben wir ihn auch einmal im Bild. Hier ist er, das ist der Niklas Krebers. Und Niklas, ich habe es gerade gesagt, ihr seid hier einer der Größten in der Region, was die Kartoffelernte und das Vermarkten bzw. Sortieren betrifft. Im Moment ist absolute Hochsaison. Das geht schon auch ein bisschen an die Substanz, oder? Es geht natürlich an die Substanz, 12, 13, 14 Stunden am Tag arbeiten, aber wir wissen es ja, dass nur eine bestimmte Zeit im Jahr ist und nach 4 Wochen, 5 Wochen ist dann auch schon wieder vorbei. Genau, jetzt haben wir hier mal so ein paar Kartoffelchen hingelegt. Ich überreiche Niklas vorsichtshalber das Messer und wir haben ja gerade gesagt, dass diese Maschine in der Lage ist, sie kann bis zu 16 verschiedene Probleme erkennen an der Kartoffel. Niklas, vielleicht einmal eben in die Kamera zeigen. Das ist so eine Kartoffel, wenn die so einen Wurmbefall hat. Das also sortiert die Maschine aus. Das Wurmbefall und da ist die Kartoffel wirklich überhaupt nicht mehr schmackhaft. Hier müsste man so viel abschneiden, dass es sich einfach nicht mehr lohnt. Und das weiß die alles, die Maschine. Oder hier, gucken Sie mal hier, das ist ein bisschen grün, das ist giftig. Und was, das ist Solanin? Genau, das Solanin, das kann man natürlich wegschneiden, aber in bestimmten Mengen lohnt sich dann auch, wie beim Drahtwurm, einfach nicht mehr wegzuschneiden. Und deshalb wird die Kartoffel vorher aussortiert. Das heißt also, diese Kartoffel ist in der Lage, alles zu erkennen. Was ich immer ganz süß finde, es gibt ja auch so Kartoffeln, die erinnern dann an irgendwie, ja, irgendwelche Kobolde aus dem Wald. Wo hatte ich sie denn? Ich hatte hier eben noch eine ganz lustige mit so einer kleinen Nase dran. Aber ist vielleicht auch egal. Aber nur mal, um so einen Eindruck zu gewinnen, diese Maschine, die jetzt hier hinter uns läuft, ist also wirklich in der Lage, das alles komplett zu sortieren. Das heißt, am Ende des Tages kann beim Kartoffelkochen und bei der Zubereitung eigentlich nichts mehr schiefgehen. Denn ja, das Heißeste, was es gibt aus Italien, steht gerade hinter uns. Und das ist, glaube ich, heiß begehrt bei den Landwirten auf jeden Fall, die ihre Kartoffeln hierher bringen. In diesem Sinne, guten Appetit. Dankeschön. Ja. Viel Spaß auch noch weiter beim Zählen der Kartoffel. Dankeschön, Shadi Hamadi. Ja. Und wir freuen uns ja alle im Studio schon auf den Birnenstrudel. Mit Achtung.